Next, for 1 minute, Mr. Litz. Sehr geehrter Herr Präsident, herzlichen Dank an die Berichterstatterin für den sehr guten Bericht. Der Bericht ist leider notwendig, weil die EU-Mitgliedstaaten versagen, sich auch an die 2008 gefassten Kriterien des gemeinsamen Standpunkts zu halten. Das betrifft zum Beispiel keine Waffen in Kriegs- und Krisengebiete zu liefern, wie Saudi-Arabien schmerzlich hier immer wieder aufzeigt und deswegen auch in diesem Bericht benannt wurde. Nur eine einheitliche Rüstungsexportpolitik ermöglicht auch das Ziel einer einheitlichen EU-Außenpolitik. Deswegen brauchen wir eine stärkere und vor allem konsequentere europäische Regelung der Waffenexporte, wie es ebenfalls die deutsche Bundeskanzlerin heute hier im Plenum gefordert hat. Ich fordere aber auch von der Bundeskanzlerin, dass die bilateralen Deals, wie beispielsweise zwischen Deutschland und Frankreich, hier unter diesen gemeinsamen EU-Regelungen gestellt werden müssen. Der kommende Europäische Verteidigungsfonds sollte ebenfalls fordern, dass die daraus entstehenden Produkte strikt nur nach dem gemeinsamen Standpunkt von 2008 exportiert werden dürfen. Weil das nicht der Fall sein wird, werde ich gegen diesen Bericht stimmen und ich denke, das ist absolut konsequent. Thank you, Mr. Karim. 1 minute for you. Mr. President, I am obliged. Commissioner Hahn very comprehensively outlined the standards which are applied and the transparency that exists. Member States, of course, have competence so far as export control is concerned.